Ja, und damit hallo und willkommen auch an die Zuschauer auf YouTube zurück zu einer neuen Runde Stardew Valley im Livestream auf Twitch. Und ja, wir hatten, was haben wir in der letzten Folge gemacht, beziehungsweise in dem letzten Stream, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist nämlich nicht mehr eine Woche, es ist 2 Wochen her gerade. Ich weiß echt nicht mehr, was wir gemacht hatten. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen wollte. Wetterbericht. Ich höre es aber schon regnen. So, es soll aber sonnig werden morgen. Wir haben sehr viel Pech. Die Geister sind uns nicht wohlgesonnen. Finde ich gut. Do you have a journal? Don't forget to check it from time to time. It's easy to forget that you've written something important down. Ja, Mages need. Wir brauchen Trüffelöl, bla bla bla. Ich wollte, glaube ich, Schweine kaufen. Ich erinnere mich, ich wollte, glaube ich, Schweine kaufen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist echt ewig. Also es ist, wie gesagt, jetzt 2 Wochen her seit dem letzten Stream. Und, okay, Früchte hier sind fertig. Nee, es sind keine Cranberries, es sind Tomaten, oder? Nee, es sind keine Tomaten. Tomaten? Doch, es sind Tomaten. Es sind Tomatenbüsche. Okay, wir pflücken hier erstmal alles. Und dann würde ich gerne Schweine kaufen. Weil ich erinnere mich, wir brauchen Trüffel. Wir können dann, glaube ich, das Community Center fast abschließen. Weil der Sommer ist bald zu Ende, beginnt der Herbst. Dann können wir die Sonnenblumen auch noch anpflanzen. Und dann kriegen wir da auf jeden Fall das Community Center soweit eigentlich noch fertig. Es ist echt so ein bisschen, ja, Crops hier hinten. Juhu, können wir dir Bier machen, das ist hervorragend. Boah, ich muss erstmal gerade ein bisschen reinkommen. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich wollte irgendwas machen. Ich bin mir nicht sicher. Die Melonen hier, ich bin mir gar nicht sicher, ob die noch wachsen rechtzeitig. Das kann ich gar nicht sagen. Die sind fast fertig, aber die hier werden, glaube ich, nicht mehr. Das wird zeitlich, glaube ich, eng, oder? Das Problem ist, wir haben noch 5 Tage. Ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, da jetzt groß was anzupflanzen. Es sieht... Habe ich das echt so in so einem Zustand hinterlassen? So wie so ein Schweizer Käse? Ernsthaft? Ich habe das so hinterlassen... Habe ich das echt so hinterlassen hier? Ha. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich wollte, glaube ich, nichts mehr anpflanzen, weil nichts rechtzeitig mehr fertig wird, glaube ich. Oh, guck mal da, was haben wir denn hier? Geil. Da hängt ja was dran, in diesem leckeren Bäumchen. Ich bin begeistert. Na, komm mal her. Was hängt denn da Schönes? Eine Orange. Schön. Ein Orangenbäumchen. Hier habe ich alles gepflanzt. Hier ist... Hallo. Ja, weg hier. Hallo. 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 So. Haben wir das. Sag mal, dass hier mir alles mitten im Weg reinwächst. Das ist echt... ein bisschen nervig. So, jetzt mal ganz kurz. Wir haben da hinten noch Crops auf jeden Fall. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und dann... Oder nicht Crops, Hops meine ich natürlich. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann haben wir das zumindest hier. Zack, 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 zack. So, und dann können wir auf jeden Fall eine ganze Menge Bier brauen. Ich glaube, ich brauche auch mehr von diesen komischen Weinfässern, dass wir mehr Wein machen können, etc. Einfach, dass wir alles mal einmachen können auch. Also nicht nur die, nicht nur Marmelade, nicht nur Marmelade, sondern auch alles andere eigentlich. Weil das fehlt doch ein bisschen, muss ich sagen. Weil die 2 Fässchen... Da kriegt man nicht wirklich was raus eigentlich. Habe ich das hier drin? Nö, ich habe keine Ahnung. Ah, die Tomaten waren hier drin. Sehr gut.
Ich erinnere mich, ich wollte, glaube ich, auch das Inventar, wollte ich, glaube ich, auch mal sortieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich wollte das Inventar sortieren. Habe ich offensichtlich nicht gemacht. Oder was heißt Inventar sortieren? Cheese, Cauliflower, geil. Also halt, wisst ihr schon, ne, hier, mich hier einsortieren. Verdammt. Oh, die Schafe sind, glaube ich, groß. Jetzt kann das sein. Ich glaube, die Schafe sind groß. Zack. Dann machen wir mit die Schere nämlich auch gleich mit, weil es hat für mich so ausgesehen, als wären die jetzt groß. Hä? Wolle! Geil! Die sind tatsächlich schon fertig. Es ist schön, dass die übrigens weiterlaufen. Goat Milk. Ich erinnere mich im Übrigen. Large Milk. Goat Milk. Okay. Wir haben noch keine große Kuh, keine große Ziegenmilch. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen, ehrlich gesagt. Weil wir haben hier jetzt Wolle. Die habe ich schon. Zack. Okay, die habe ich jetzt alle. So, mal ganz kurz. Community Center. Wir brauchen hier Wolle. Okay, Wolle haben wir. So, das ist hier fertig. Das Greenhouse kriegen wir jetzt gleich. Sehr gut. Dann Rabbit's Food. Keine Ahnung. Äpfel. Okay, da brauchen wir noch bis zum Herbst. Da brauchen wir einen Trüffel. Brauchen wir Schweine dafür. Und die Sonnenblumen. Also, Sonnenblume kriegen wir im Herbst. Das kriegen wir, wenn wir Schweine haben. Das kriegen wir jetzt auch im Herbst, wenn die Apfelbäume fertig sind, beziehungsweise wenn die Äpfel dann wachsen. Und den Hasen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Hasenpfote herkriegen. So, Large Milk. Zack. Dann sagen wir kurz den Enten und Hühnern Hallo. Zack. So, haben wir das. Ja, sieht doch ganz gut aus eigentlich. Läuft, würde ich sagen. Eiertechnisch, okay. War schon mal besser, aber es regnet ja auch. Ich weiß gar nicht, ob das wetterabhängig ist. Aber die haben echt wenig Eier gelegt, finde ich. Habe ich denen allen Hallo gesagt? Die sind eigentlich alle gut drauf. Aber wir kriegen trotzdem nicht mehr Eier. Schön. Na gut, kann mal passieren. So. Und die Zäune sind auch schon wieder kaputt. Das ist, ja. Irgendwie doof. Dann ist das mit der Wolle hier richtig eigentlich? Wohl, ja. Okay. Ziegenmilch kommt hier rein. Large Milk kommt da rein. So. Ich habe keine Ahnung übrigens. Ich habe jetzt hier wieder... Das Lustige ist, ich habe jetzt hier das hier. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Wo könnte ich das denn reinschmeißen? Irgendwie passt das überhaupt nirgendwo rein gerade. Ich schmeiße mal da rein. So, die Katze, ist die denn... Ich verstehe übrigens nicht, manchmal ist das hier alles gar kein Problem. Manchmal ist hier Wasser drin, wenn es regnet, manchmal auch nicht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann dem so ist. Das ist mir noch nicht ganz klar. Finde ich vielleicht noch irgendwann raus. Vielleicht liegt es auch daran, wie stark es regnet. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch nichts. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur netten Tierfachverkäuferin und dann kaufen wir uns mal ein leckeres Schweinchen. Ich meine natürlich ein süßes Schweinchen. Nicht, dass wir das Schwein schlachten wollen. Das ist ja, ne? Wir wollen, dass es der Trüffel fängt. Wir wollen es ja nicht schlachten. Außer, wenn es dann irgendwann älter ist. Nein, selbst da nicht. Wir sind ein guter Farmer. Wir essen kein Fleisch. So, hi. Purchase Animals. Was ist das hier eigentlich? Irgendwas fehlt hier noch. Requires construction of a deluxe coop. Ach, das dürften die Hasen dann sein hier. So, choose a barn for your new pick. Luffy. Warum nicht?
Erinnere mich gerade an One Piece ein bisschen. Great, I will send little Luffy to his new home right away. Geil. So, dann haben wir jetzt ein kleines Schweinchen. Das ist schön. Wir müssen uns zum Glück nicht mehr um das Thema Nahrung kümmern bei dem Dingens, weil das geht vollkommen automatisch. Bei dem Deluxe-Dingens, da müssen wir es auch noch machen. Also wir müssen das Deluxe-Coop noch machen. Erstens hätte ich gerne, ich hätte gerne Hasen. Und da haben wir einen Luffy. Luffy seems curious, but a little cautious. It's a strange new world. Geil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8. Okay, wir haben jetzt 8 Tiere. 4 können wir noch dazu holen. Finde ich gut. So. Dann steht im Chat gerade, ich soll einen Webstuhl bauen. Loom. Das müsste ein Webstuhl sein hier, oder? Pinter, Fiber, Wood. Okay, das müsste ich alles haben, glaube ich. Wood. Wo ist der Pinter? Und dann Fiber habe ich hier. So. Webstuhl. Ich glaube aber, ich bin dämlich. Ich glaube nämlich, halt. Das kommt wieder hier hin, das kommt dahin. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht komplett dämlich bin, dann habe ich schon einen Webstuhl. Ja, ich habe schon einen Webstuhl. Machen wir einen zweiten. Vielleicht kriegen wir mehr Wolle. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. So. So. Dann können die mal schön hier, weben und so. Nee, wie heißt das? Spinnen heißt das, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es heißt Spinnen. Bin mir nicht sicher. Okay, dann. Achso. Das verkaufen wir mal. Ciao. So, dann gehen wir mal weiter. Ich brauche jetzt. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Jetzt habe ich die Wolle, die ich hier drin hatte. So. Die brauche ich doch. Ach ja, das kann lustig werden heute. Ich wollte doch mit der Wolle ins Community Center gehen, weil ich das Greenhouse freischalten will. Minen. So. Dann machen wir das mal. Ich bin mal wirklich gespannt, was wir da jetzt dann bekommen mit dem Greenhouse, was das sein soll. Ich lasse mich da einmal überraschen. So. Hier ging es, glaube ich, runter, ne? So. Okay. Also, ich kann hier schön rascheln an diesem Dingen. Das ist schon mal gut. Zack. War das hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, es war hier. Cool. Bundle complete. So, dann haben wir das auch fertig. Und wir kriegen eine Käsepresse. Toll. Sehr gut. Huch, da sind sie wieder, die kleinen Freunde. We are done here. We will return to the other world. Cool. Alter, ist voll schön hier gerade. Alter, das ist voll geil. Wir haben hier jetzt... Geil. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Alter, das ist voll cool. Krass. Alter, das ist ein total cooles Haus hier gerade. Das ist mega cool. Vor allem so schön. Hallo. Also wenn man sich halt mal wirklich überlegt, ne? Das hat vorher komplett ausgesehen wie eine uralte Ruine einfach. Also komplett
komplett wie eine Ruine. Jetzt ist der Safe hier repariert, das hier ist repariert. Das Aquarium ist wieder hergestellt. Das hier ist das Einzige, was gerade noch fehlt. Das fehlt hier gerade noch. Aber das wird wahrscheinlich kommen, wenn wir dann das Dingens hier machen. Das Freundschaftsboard hier abschließen. Aber das muss ich sagen, gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Das hier ist ein Lagerraum hier. Für Fertilizer und also für Dünger, für Pflanzen etc. Cool. Und hier eine schöne Küche dann. Das heißt, hier kann man auch dann schöne Veranstaltungen einfach dann machen. Also sieht sehr, sehr cool aus hier gerade. Cool. Das gefällt mir sehr gerade. So, Sonnenblumen, die kriegen wir gleich. Hasenpfote, keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Äpfel kriegen wir auch, ist kein Problem. Trüffel kriegen wir, wenn die Schweine erwachsen sind. Cool. Alter, gefällt mir sehr gut. Von außen sieht es noch ein bisschen schäbig aus gerade. Ich hoffe, von außen ändert sich es auch noch. Es sieht ja gerade noch sehr verwildert und wie eine Ruine aus. Von innen, also von außen, pfui, von innen, hui. Schön. Gefällt mir. Hippie voll begeistert. Ja, weil es einfach mega cool aussieht. Ich freue mich gerade voll. Aber ich dachte eigentlich, dass da noch was kommt. Ich dachte eigentlich, dass da, dass da noch dieser linke Raum, dass ich da noch was machen muss. Also, dass da sich was Neues dann freischaltet. Finde ich cool. Macht mir gerade echt Spaß. Ah, der Blitz ist hier eingeschlagen. Sehr gut. Ist auch schön. Gibt's wieder Batterien. Ja. Ich frage mich, die haben ja gerade gesagt, die wollen in die andere Welt gehen. Ich frage mich gerade, in welche andere Welt die gehen wollen. In welche andere Welt denn? Gibt es da noch irgendwas? So, wir machen wieder besseres Bier. Zack. So. 9.50 Uhr. Denk mal nach, was ist ein Greenhouse? Ja, ein Greenhouse ist sowas wie ein Gewächshaus, vermute ich mal. Würde ich jetzt mal fast sagen. Wäre jetzt meine Vermutung, ich bin mir aber nicht sicher. Oder? Übersetze ich das richtig? Greenhouse? Doch, Greenhouse müsste eigentlich ein Gewächshaus sein. Die Frage ist, wo ist denn hier ein Gewächshaus? Oh! Cool, ich habe noch nie gesehen, dass der Blitz hier tatsächlich einschlägt. Geil. Also ich muss echt sagen, heute, ne? Heute erleben wir ein bisschen was hier in Stardew Valley. Finde ich interessant. Wie viel Uhr denn? 10.50 Uhr. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr irgendwas anzufangen gerade. Ich müsste den Zaun reparieren. Ich müsste eigentlich den Zaun reparieren. Was immer die nervigste Aufgabe eigentlich ist. Ich habe mir übrigens überlegt, weil, ne, ich habe beim Schneiden und alles, habe ich so ein bisschen mir überlegt, ob ich nicht einfach den Zaun komplett weglassen soll. Erstens mal wirkt das ganze Areal dann ein bisschen größer. Und zum Zweiten, ja, ich spare mir halt auch diesen Wartungsaufwand ein bisschen. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich den Zaun da lassen soll oder nicht. Es sieht irgendwie mit dem Zaun, es sieht irgendwie cool aus, weil man so eine Abgrenzung einfach hat. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn ich zum Beispiel hier unten, ne, diese Zwischendinge rausmache und dann hier einfach komplett durchgängig Felder mache, ich habe natürlich viel, viel mehr Platz da in dem Zusammenhang. Das heißt, ich bin ein bisschen unschlüssig, ich weiß es noch nicht. Ich habe mich da noch nicht final entschieden, ob ich das jetzt beibehalten möchte oder nicht. Weiß ich nicht. Ist schwierig. So, den restlichen Zaun machen wir morgen. Dann wird wahrscheinlich noch mehr kaputt sein. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Oh. Und wir haben Cloth. Geil. So, und wir gehen schlafen. Ah. Cool. Das ist also der Sinn dieses Gebäudes. Cool. Der 26. des Sommers.
Es stand im Wetterbericht nicht, es soll klar und sonnig werden. Jetzt regnet es trotzdem. Toll. Wetterbericht. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Ja, eigentlich sollte es heute schon sonniger Tag werden. Okay. Good humor. Wir haben ein bisschen extra Glück. Oh. Marmelade ist fertig. Sehr gut. Ach stimmt, ich habe hier Blaubeeren eingemacht. Ich erinnere mich. Zack. Wir brauchen übrigens auch bei den Feldern mehr Blitzableiter. Dass, wenn nicht der Blitz einschlägt, dass wir, ja, dass die Felder da nicht kaputt gehen. Ich hoffe mal, die Kisten oder so gehen nicht kaputt. Das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen doof. So, wo habe ich hier denn... Wo habe ich hier denn... Ach, hier sind die Blaubeeren. Ich weiß nicht, Blaubeeren haben wir, glaube ich, ein bisschen genug. Das könnte... Es könnte ein paar Tage reichen. Bis wir alle Blaubeeren los sind. So. Chris Rock, hey, schön, dass du wieder da bist. Du warst auch schon lange nicht mehr da. Wie geht's? So, cool. Schon wieder Blitz eingeschlagen. Ich habe das Gefühl, wir haben den Gott irgendwie erzürnt. Alter, was, sind die schon wieder fertig? Bitte was? Bitte was? Geil. Cool. Ich bin etwas. Jetzt bin ich baff. So, ich habe hier ganz erfolgreich jetzt ein Gewächshaus. Aha. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das mit dem Gewächshaus? Mehr Arbeit, ja. Ja, das stimmt allerdings. Die Frage ist, wie funktioniert das jetzt mit dem Gewächshaus? Wieso ist hier eigentlich... So, weg mit euch. Zack. So. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll jetzt mit dem Gewächshaus. Muss ich das, kann ich jetzt einfach alles einpflanzen? Bitte was? Noch eine Orange. Und die Melonen sind fertig. Sehr gut. Oh Gott. Na, das kann ja lustig werden. Ich muss mich auch um die Tiere gleich kümmern. Habe ich nicht vergessen. Muss ich auf jeden Fall noch tun. Aber das Interessante ist jetzt tatsächlich, wie das jetzt mit dem Gewächshaus funktioniert. Kann ich da jetzt einfach alles einpflanzen? Oder kann ich da auch nur bestimmte Sachen einpflanzen? Im Gewächshaus normalerweise wachsen ja ganz bestimmte Sachen immer. Kann ich da... Also ich bin echt überfragt jetzt, wie das funktionieren soll. So, ich möchte nämlich jetzt nicht irgendwas anpflanzen und dann geht es mir gleich kaputt. Das wäre nicht so geil. Oder wachsen da einfach Sachen dann schneller? Wie ist denn das? Lass ich mich mal überraschen. So, da ist ein Radieschen fertig. Nehmen wir auch gleich mit. Zack. So, haben wir das. Die Chilischoten hier sind auch wieder fertig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht irgendwie alles sehr schnell gerade. Kann das sein? Oder täusche ich mich da? Zack. Ist noch irgendwas fertig? Nö, ne? Nee. Das war's. Oh, diese Zäune überall. So. Ciao. Weg damit. Zack, zack. Und zack. So.
wie schnell das Zeug fertig ist. So. Cooper, hi. Herzlich willkommen und danke fürs Hosten. So. Und schon beginnen wir die Illuminati-Zeichen hier alle im Chat. Das ist sehr schön. Der Cooper kommt rein und plötzlich kommen Illuminaten und hast du nicht gesehen. Es ist super. Anfangs fängt der Cooper auch noch damit an. Ja, ist ja schön. Er wird doch noch Insektenführer, glaube ich. So. Gut, wir haben wieder den ganzen Hopfen eingesammelt. Der kommt, glaube ich, hier rein, ne? Hopfen kommt hier rein. Ach du Schande. Habe ich mal erwähnt, dass ich mehr Kisten bräuchte? Ich bin mir nicht sicher. Waren die Melonen hier drin? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch nicht so wenig Chilischoten. Ich mache hier einfach gerade irgendwas, glaube ich. Oh, ich muss das echt irgendwann mal sortieren jetzt. Insektenführer. Ja, Insektenführer klingt auch ganz lustig. So, zack, zack. Das kommt da rein. So. Dann das hier. Dann schauen wir jetzt mal. Also das Gewächshaus. Ich habe keine Ahnung, wie das Gewächshaus funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssten uns das auf jeden Fall mal angucken. Was haben wir hier? Wild Plum und Salmon Berry. Sehr gut. So, was haben wir hier hinten? Hier wächst alles ganz brav vor sich hin. Finde ich gut. Die Bäume lasse ich einfach mal wachsen. Die reißen wir dann einfach tutti completi ab. Wenn sie denn dann fertig sind, dann kriegen wir einen Haufen Sepp wieder. Wir kriegen einen Haufen... Na? Helft mir hier Holz und so. Verdammt. Ich habe das Werkzeug nicht dabei. So. Die Waldplan. Wo habe ich denn das alles hin eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Hepi lagert Mini 1 Million in seinen Kisten. Ja, das ist unfassbar einfach, was ich hier alles für Krempel anhäufe. Es ist echt schlimm. Ich habe echt in Spielen, ich glaube manchmal, ich habe in Spielen so leicht das Messi-Syndrom. Ich weiß es nicht. Ich sammle einfach alles. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich früher Risen und so weiter gespielt habe, mein Inventar, das sah aus. Ich habe wirklich alles gesammelt. Alles, was es gab, und ich habe natürlich überhaupt nichts verkauft davon. Nein, du hast, findest normalerweise so Goldschalen und alles, und normalerweise verkaufst du das ja bei Risen. Ich habe das nie verkauft. Ich habe das immer alles behalten, ich habe es immer mitgeschleppt, was total bescheuert ist eigentlich. Darum hatte ich auch nie Geld, aber ich habe alles behalten. Und am Ende hattest du halt dann, keine Ahnung, hatte ich dann 20 Trilliarden Sachen im Inventar, aber ich habe kein Geld mehr gehabt. Ich habe es halt einfach nie verkauft. Weil ich dachte, wer weiß, für welche Quest oder so man das Ganze dann braucht. Natürlich für keine einzige. Weil es ist nämlich da, gerade diese ganzen Goldschalen, und hast du nicht gesehen, um es zu verkaufen. Musste ich nicht. Würde ich mittlerweile, wenn ich Risen spielen würde, würde ich es anders machen. Und ich habe das Werkzeug vergessen, ich hält. Schön. Und Honig ist auch fertig. Juhu. So. So. Ja, Werkzeug mal wieder vergessen. Zack. So. Wollen wir mal auf Happys Hof einsteigen und ein bisschen Äpfel stehlen? Wir werden reich. Das glaube ich nicht. Dann kommt meine Kampfkatze zum Einsatz und beißt euch ins Gesicht. So. Kann ich hier? Okay, der Chris hat keine Wolle hier, sehr gut. So, Hugo hat auch keine Milch. Alte Blätter. So. Hallo, liebes Schweinchen. So, her mit euch. Auch eure Milch. Ja. Die Schafe produzieren keine Milch. Wieso produzieren die Schafe eigentlich keine Milch?
gibt doch auch Schafsmilch. Okay.